So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem gemeinsamen Webinar mit dem Andreas Hauser von Transparent Share. Zunächst mal Servus, Andreas. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, freut mich auch, Sie zu sehen. Ja, lieber Andreas, wir haben ja in der nächsten Stunde einiges vor. Wir wollen uns über die Grundlagen des Value Investings unterhalten. So wie wir das vereinbart haben, ich werde jetzt mal kurz die Einleitung machen und dann übernimmst du die erste halbe Stunde so in etwa und dann komme ich dran. Für alle Zuseher zunächst mal danke, dass ihr euch dazugeschaltet habt live. Wir nehmen das Ganze ja auch auf, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Es gibt dann auch noch einen kurzen Disclaimer zu dieser Geschichte, zu dieser Aufnahme. Und wir werden das Webinar dann auch ab morgen in einem geschützten Bereich hosten, wo ihr euch die wesentlichen Dinge natürlich gerne nochmals ansehen könnt. Ja, ein kurzer Disclaimer, Risikohinweis hier an dieser Stelle. Wir bieten natürlich keinerlei Anlageberatung. Das heißt, was wir beide machen, der Andreas und ich, wir zeigen Tools, wir zeigen Techniken, wir zeigen Technologien, mit denen man mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann. Wir machen hier keine Anlageberatung oder sonstiges. Und natürlich sind Börsengeschäfte, aber das ist ja mit erheblichen Risiken verbunden. Das ist die eine Geschichte, die mir am Herzen liegt. Und die zweite ist dieser Hinweis zu dieser Aufnahme. Jetzt ist es ja nicht so, dass ihr da im Bild seid, wenn wir das hier recorden, in Bezug auf das Thema Datenschutz. Aber natürlich habt ihr die Möglichkeit, und das ist auch gleich noch ein Thema, dass ihr uns eure Fragen stellt. Ihr habt ja unten entweder eine Chat-Funktion oder Fragen und Antworten. Also ihr könnt natürlich gerne beides nutzen. Wir werden das dann wahrscheinlich am Ende, denke ich, Andreas, abarbeiten diese Fragen. Wir machen dann so eine kleine Fragerunde, falls es denn Fragen geben sollte. Aber wir sind natürlich gerne bereit, hier auf diese Sachen einzugehen. Und natürlich, vielfach ist es ja so, dass sich gewisse Fragen dann erst ergeben, wenn man ein bisschen einen Abstand hat. Ich habe dann am Ende die Kontaktadressen, unsere E-Mail-Adressen eingeblendet. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit per E-Mail an uns wenden, je nachdem, wen es betrifft, den Andreas oder eben mich. Naja, für heute, wie gesagt, zwei Teile. Der Andreas wird beginnen mit den Grundlagen des Value Investings. Da hat er uns ja einiges zu erzählen. Und ich werde dann den Ball aufgreifen und werde die ein oder andere Aktie, die wir heute da sehen werden, dann auch technisch oder quantitativ, wie ich es ja also ganz gerne nenne, optimieren. So. Damit bin ich auch schon mit meiner Vorrede durch. Lieber Andreas, das bist du, ich erkenne dich wieder. Das heißt, du bist an der Reihe und ich schalte mich mal stumm. Ja, viel Vergnügen mit dem Teil vom Andreas an dieser Stelle. Super, erstmal vielen Dank und ich begrüße auch alle Teilnehmer heute recht herzlich zu dem Webinar. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass der Thomas anschließend auch noch ein paar weitere Tools vorstellen wird, basierend auf dem, was ich auch zeigen werde. Vielleicht mal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Andreas Hauser. Ich bin Gründer, Geschäftsführer von Transparent Share. Wir haben eine App entwickelt, die Aktien basierend auf objektiven Kennzahlen, also auf Daten und Fakten, bewertet und zum Kauf und Verkauf empfiehlt. Und ich werde auch in der Präsentation später ein Beispiel mal ganz kurz durchgehen. Jetzt würde ich einfach mal wechseln auf eine Präsentation und share mal meinen Bildschirm. Und Ziel heute ist, ein bisschen Einblick zu geben, was Value Investing ist, wie man es nutzen kann für seine eigene Aktienentscheidung. Und ich fange vielleicht erstmal an, ein bisschen über mich zu erzählen, dann aber über Value Investing, auch meine Erfahrungen mit dem Thema. Ich mache das jetzt schon ganz viele Jahre. Und dann schauen wir uns auch noch ein Beispiel an. Erstmal zu mir. Ich habe meine erste Aktie 1991 gekauft. Dann, ich weiß noch, auf der Hochzeitsreise in Spanien am Telefon Adidas Aktien gekauft, die leider damals in den Keller gegangen sind. Und dann kamen auch schon die ganzen Krisenjahre und ich habe dann irgendwann auch nicht mehr ja, den Menschen vertraut, die mir irgendwelche Aktien empfohlen haben bei der Bank oder irgendwelchen Börsenexperten. Und habe dann das Buch von Susan Lehmann in die Hände bekommen, Der entspannte Weg zum Reichtum, das ich jedem empfehlen kann. Und Susan Lehmann hat ein schönes System, die Lebemann-Strategie, mit der sie anhand von Kennzahlen Aktien ganz einfach bewertet. Und ich habe das dann in Excel gemacht, so wie es ganz viele machen. Ich habe dann mir ein Excel gebaut, habe dann, wenn morgens im Fernsehen kam, heute ist Adidas eine Kaufempfehlung,
Man weiß ja nicht, was der Grund ist, habe ich diese Bewertung in Excel gemacht, hat pro 28 Minuten gedauert. Und mein Traum war, ich wache morgens auf und schaue auf meine App, die mir zeigt, was heute eine Empfehlung ist, weil die Daten sind ja alle da. Ich habe dann Entwickler kennengelernt 2017 und wir haben für uns privat diese App entwickelt. War ich gar nicht geplant, eine richtige App draus zu machen. Das waren so die ersten Screens. Und haben dann aber viele Freunde gesagt, hey, das ist so eine coole Sache, mach doch eine richtige App draus. Und wir haben dann Transparent Share gegründet, die Startup, haben aber dann, bevor wir angefangen haben, wirklich dann in die Breite zu gehen, nochmal ganz, ganz viele Benutzer befragt, 18 bis 75, mit Erfahrung und ohne Erfahrung. Es kam ganz klar raus, es muss so einfach sein, dass es meine Mutter versteht. Weil dieses Börsenjargon von Experten für Experten ist. Und wir haben dann auch über 200 Benutzeroberflächen gestaltet und iteriert und dann auch implementiert und sind jetzt seit 2019 damit auf dem Markt. So, und dann ein paar Highlights, auch mal einfach an der Frankfurter Börse mit dem Manuel Koch und dann durften wir auch mal zum Dirk Müller nach Hause. Auch wirklich toller, toller Mensch. 2,5 Stunden haben wir mit ihm gefachsimpelt. Und ja, das war so unsere Transparent Share Reise, aber jetzt gehen wir eigentlich in das Thema. Jetzt haben Sie ein bisschen mehr über mich verstanden. Ich selbst habe auch Wirtschaftsinformatik studiert, kenne also die Kombination Wirtschaft und Technologie. Und jetzt steigen wir einmal ins Thema Value Investing ein. Und was ist Value Investing? Es ist eine Anlagestrategie, die den realen wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens betrachtet. Also, welche Anlagen hat die, welche Gebäude, macht die Firma Gewinne? Also, man schaut auf den Wert eines Unternehmens. Und Ziel ist es, unterbewertete Aktien zu finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich positiv zu entwickeln. Eine Aktie zu finden, die günstig zu kaufen ist. Und der Ansatz ist jetzt nicht wirklich neu. Ja? Der Ansatz ist schon viele Jahre alt. Und Benjamin Graham hat die Methode entwickelt. Und er sagt, was er gemacht hat, kaufe $1, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Das bedeutet, kaufe eine Firma zur Hälfte des Preises, was sie wirklich wert ist. Und damit hat er Vermögen gemacht und er nutzt dazu zum Beispiel die Kennzahl Kursbuchverhältnis. Ich möchte die Kennzahl einfach mal ein bisschen erläutern. Die Kennziffer wird errechnet, indem man den aktuellen Aktienkurs nimmt, das ist, was die Firma momentan an der Börse wert ist, geteilt durch den Buchwert. Und der Buchwert ist der tatsächliche Wert des Unternehmens. Also alles, was das Unternehmen besitzt an Maschinen, Gebäuden, Computer und so weiter. Und wenn dieses Kurs-Buch-Verhältnis zum Beispiel unter 1 ist, kann man theoretisch das Unternehmen für weniger Geld kaufen, als es laut Bilanzwert ist. Das heißt, wenn man alle Sachwerte und alle Werte, die die Firma hat, verkaufen würde, würde man damit Gewinn machen. So, machen wir ein cooles Beispiel bei Fresenius. Ja. Fresenius, Geschäftsbericht von 2020. Die haben das Kurs-Buch-Verhältnis, also den Kurs der Aktie, geteilt durch das Eigenkapital die Aktie. Und man sieht im Geschäftsbericht, ein Eigenkapital sind 26 Milliarden. Die haben 558 Millionen Aktien ausgegeben. Das bedeutet ein Eigenkapital je Aktie von 46 Euro. Und man nimmt den aktuellen Aktienkurs 39,30 Euro. Das heißt ein Kurs-Buch-Verhältnis von 0,84. Und es ist unter 1,5. Also unter 1,5 ist ein gutes Kurs-Buch-Verhältnis, also wird mir hier einen Pluspunkt vergeben. Und jetzt sehen Sie schon so ein bisschen das System, das ich später auch zeigen werde. Plus 1 bedeutet gut, minus 1 bedeutet schlecht. Also einfach verständlich. Eine zweite Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Jahresgewinn pro Aktie. Also wie viel Gewinn macht die Firma pro Jahr? Und pro Aktie. Das bedeutet, mit dieser Kennzahl kann man feststellen, wie viele Jahre man braucht, um mit dem Gewinn den Wert zu erwirtschaften. Je niedriger das KGV ist, umso preisgünstiger erscheint die Aktie. Und in der Vergangenheit haben Aktien mit dem niedrigen KGV eine hohe Rendite erwirtschaftet.
Machen wir ein Beispiel. Wieder Fresenius, wir nehmen die Zahlen, die habe ich hier von börsengeflüster.de, von dem bekommen wir auch unsere Daten. Also der Aktienkurs ist bei 39,30. Der Gewinn ist mit 3,60 € geschätzt, genau in diesem Jahr. Das bedeutet, wenn man sich jedes Jahr den Gewinn auszahlen lässt, dauert es knapp 11 Jahre, bis man den Wert der Firma wieder oder der Kurswert wieder rein erwirtschaftet hat. Ein KGV unter 12 ist positiv. Also hier auch bei Fresenius ein Pluspunkt. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema. Alle, die an der Börse sind, haben das, erleben das. Ja? Und jeder geht durch diese Kurve, das ist die Psychologie. Am Anfang sagt man, ah, du musst diese Aktie kaufen, auf einmal geht die Aktie hoch. Dann denkt man, oh, jetzt steige ich ein. Jetzt bin ich doch noch rechtzeitig einsteigen. Dann hat man Euphorie, auf einmal fällt die Aktie. Dann fällt sie weiter. Dann hat man immer noch Hoffnung, es kommt wieder, dann gibt es Angst, dann hat man Wut, Panik und irgendwann sagt, nee, komm, jetzt verkaufe ich das Ding. Ja. Und dann geht es wieder hoch und sagt, ach, schade. Ja. Und dann steigt man doch wieder ein. Ja. Und also man geht, die Börse ist ganz stark basierend auf Emotionen. Ja. Und Value Investing ist Aktienhandel ohne Emotionen, basierend auf Daten und Fakten. Und Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor der Welt. Er war Schüler von Benjamin Graham. Er war sein Professor. Und Warren Buffett hat in den Jahren 65 bis 2015 pro Jahr eine Rendite von 19,2% erzielt, also höher als der S&P 500. Und er hat jetzt diese Methode noch erweitert. Ja? Benjamin Graham hat immer nur in die Vergangenheit geschaut und er schaut auch in die Zukunft. Und es gibt auch einen guten Spruch von ihm, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Das passt, glaube ich, in der aktuellen Zeit ganz gut. Und er hat auch noch eine Kennzahl, das erwartete Gewinnwachstum. Er vergleicht die Gewinnschätzung nächstes Jahr mit der Gewinnschätzung für das aktuelle Jahr der Firma. Wenn die Gewinnschätzung nächstes Jahr höher ist, ist positiv. Ja, hier auch ein Beispiel, die Kennzahl von Fresenius. Von 2022 war 3,60 €, 2021 3,25 €. Und dann sieht man, dass die Gewinnerwartung, Gewinnschätzung für nächstes Jahr höher ist. Ist die 5% höher, ist es ein Pluspunkt. Jetzt kam Susan Levermann und die hat es auch nochmal erweitert in ihrem Buch und sie hat 13 Kennzahlen in ihrem Buch. Und sie hat auch einen sehr interessanten Spruch: Man kann nur mit Disziplin reich werden. Man muss Langeweile aushalten. Also viele sind an der Börse zocken, schauen sich jeden Tag die Aktienkurse an, gehen rein und raus. Und sie sagt, manchmal kauft man gar keine Aktie und wartet, bis es vielleicht wieder runtergeht. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Spruch von ihr auch, der mich sehr inspiriert. Sie hat auch eine Kennzahl, wie zum Beispiel Reaktion auf die Quartalszahlen. Also jedes Quartal veröffentlicht das Unternehmen den Quartalsbericht und an einem ganz bestimmten Tag. Und jetzt wird geschaut, an diesem Tag, wie hat sich die Aktie, der Aktienkurs entwickelt im Vergleich zum Index. Ja, und wenn sich die Aktie prozentual besser entwickelt als der Index, und der Index ist der Schnitt aller Aktien, ist es positiv. Beispiel hier wieder Fresenius. Ja. Quartalszahlen waren am 2.11. Am Vortag war der Aktienkurs bei 40 €. Am Tagesende von den Quartalszahlen bei 40,77 €, also der Aktienkurs ist 1,9% gestiegen. Der DAX ist an dem Tag nur 0,94% gestiegen. Und hier gibt es jetzt 0 Punkte, wenn die Reaktion sich zwischen minus 1 und plus 1 bewegt, also knapp so an der Grenze. So, funktioniert diese Levermann-Strategie? Immer die Frage. Und ja, diese Strategie funktioniert. Beweis dafür ist das Wikifolio-Qualität, angelehnt an Susan Levermann. Derjenige, der Stefan Pflug, der dieses Wikifolio betreibt, macht das seit 2012 und kauft auch immer nur nach dem Prinzip von Susan Levermann Aktien in sein Depot und hat seit 2012 eine Rendite von 558% gemacht. So, was sind meine Erfahrungen jetzt mit Value Investing? Also ich selbst mache das seit 2011, das heißt mal in Excel.
dann irgendwann automatisiert, basierend auf meinen Erfahrungen, haben wir die Kennzahlen optimiert. Auch ein anderes Kriterium war, also nicht zum Jahreshöchstkurs kaufen. Man sagt, wir steigen eher ein, wenn der Aktienkurs ein bisschen niedriger ist, und wir haben auch die Bedingungen Verkaufsempfehlungen optimiert. Erkläre ich auch gleich noch ein bisschen. Wir haben jetzt hier im Transparent Share 12 Kennzahlen. Eine Kennzahl, die Frau Lebemann hat, Analystenmeinungen, haben wir rausgenommen, weil Analysten sind auch nur Menschen, die haben auch nur eine Meinung, und wir wollen es eigentlich auf Daten und Fakten basierend machen. Und haben aber auch jetzt neu aufgenommen, was bei Susan Lebemann nicht drin war, ist das Kursbuchverhältnis, das Benjamin Graham benutzt hat. Gibt einen Artikel von der Petra Wolf, Lebemann-Expertin, die hat die Veränderungen, die wir vorgenommen haben, auch schön beschrieben und ihr ein positives Feedback gegeben dazu. Und wir sehen es auch in der Entwicklung unserer Rendite. Jetzt nehmen wir das Beispiel von Fresenius. Gibt also für jede Kennzahl 0, plus 1 oder minus 1. Und wenn diese Summe der Kennzahlen bei größeren Firmen ab 5 Milliarden bei 4 oder mehr Punkten ist, oder bei kleineren Firmen 6 oder mehr Punkte, ist es eine Kaufempfehlung. Und bei Transparent Share berechnen wir jeden Abend nach Börsenschluss die Daten neu. Wenn jetzt das Rating fällt auf einen Punkt oder zwei Punkte bei Small Caps, dann wird die Aktie zum Verkauf empfohlen. Das ist nicht zum Jahreshöchstkurs kaufen. Wir haben die Möglichkeit, bei uns in der App zu konfigurieren, ob Sie eine Kaufempfehlung bekommen möchten, nur wenn der Aktienkurs mindestens 10% unterhalb des Jahreshöchstkurses ist. Sie können es aber auch ausschalten, eine neue Funktionalität. Das ist, dass Sie auch, wenn Sie bereit sind, auf einen höheren Kurs zu kaufen. Jetzt noch mal Beispiel. Ich zeige Ihnen mal Transparent Share. Ich gehe jetzt mal hier in unsere App. Sie sehen hier, die App läuft auf dem Desktop, Tablet, Smartphone, gibt es auch im Apple Store, Google Play Store verfügbar. Und man kann jetzt hier, grün sind momentan alle Kaufempfehlungen. Wir schauen uns mal an die S&P 500 Aktien, was es da momentan an Kaufempfehlungen gibt. Und wir nehmen jetzt mal hier Intel. Intel hat ein Rating von 5 Punkten und Abstand zum 52-Wochenhoch von 25%. Man sieht jetzt hier Eigenkapitalrentabilität von 20%, also Größe 15 gibt einen Pluspunkt. Eine sehr gute Eigenkapitalquote, auch sehr wichtige Kennzahl, weil je mehr Eigenkapital die Firma hat, umso besser kann sie eine Krise überleben, weil sie nicht so viele Schulden hat. Und wir machen das alles auch ganz transparent, also wie das Ganze berechnet wird. Dann haben wir die Gewinnmarge, wie entwickelt sich der Kurs in den letzten 6 Monaten im Vergleich zum Index. Das sieht man hier, die Aktie ist in den letzten 6 Monaten um 6,79% gefallen, der Index nur um 3% gefallen. Dann haben wir hier auch so die Reaktion auf die Quartalszahlen. Also am Tag, als die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden, ist die Aktie um 2,7% gestiegen im Vergleich zum Index. Also gibt auch einen positiven Wert. Hier sieht man auch nochmal das Abstandskriterium. Das 52-Wochen-Hoch, also in den letzten 52 Wochen, im letzten Jahr, war die Aktie mal bei 57 €. Momentan 25% darunter. Man sieht hier aktuelle Nachrichten. Und man sieht auch in der Historie, wann diese Aktie, die wurde zum Beispiel jetzt hier am 24.02. zum ersten Mal zum Kauf empfohlen. Jetzt kann man hier in der App keine Aktien kaufen. Es ist ein Hilfsmittel, damit Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und wir machen das alles automatisiert. Können Sie natürlich alles auch in Excel machen, dauert nur etwas länger. Und man sieht hier bei den einigen gekauften Aktien, also man kann sein Depot hier nachbilden, und wird dann informiert, zum Beispiel hier BNP Paribas, genau, das Rating ist gefallen auf einen Punkt und ist jetzt eine Verkaufsempfehlung. Ne? Ideal wäre, die Aktie wieder zu verkaufen. Greifenberger, einer unserer Spitzenreiter. Gehen wir vielleicht nochmal zurück jetzt auf die Empfehlungen.
möchte auch noch was anderes zeigen. Ich habe Ihnen hier eingestellt, dass für die Bewertung der Empfehlung momentan nur das Rating verwendet wird. Sie können aber auch, wenn Sie ins Profil gehen, sagen, ich möchte diese 10% Abstandsregelung mitverwenden. Das heißt, wenn der Aktienkurs mindestens 10% über dem Jahreshöchst, nur dann möchte ich eine Kaufempfehlung bekommen. Dann gehen wir mal zurück auf die Empfehlungen. Schauen wir uns jetzt mal vielleicht auch hier, man sieht jetzt hier an dem Kennzeichen, gibt hier Procter & Gamble. Man sieht, Procter & Gamble hat jetzt ein positives Rating, also von den Kennzahlen sehr gut bewertet, aber ist auf einem sehr hohen Kurs, also 4,52% unterhalb des Jahreshöchstkurses. Deshalb, wenn man dieses Kennzeichen gesetzt hat, würde Procter & Gamble nicht als Empfehlung gegeben werden. Setzt man dieses Kennzeichen nicht, dann wäre Procter & Gamble eine Empfehlung. Und so können Sie die App nutzen, um Ihre eigene Entscheidung zu treffen. Beispiel, Sie schauen morgens NTV, geben Adidas ein. Dann, oh, Adidas, Kaufempfehlung, minus 6 Punkte. Haben Eigenkapitalrentabilität, die ist nicht so berauschend. Das KGV ist bei 26. Kurs-Buch-Verhältnis, ne, 5,7. Also kaufe ich vielleicht doch nicht. Ja. Deshalb ist das ein Hilfsmittel, um Ihre eigene Entscheidung zu treffen. Ne. Und auch eine Entscheidung, eine Aktie nicht zu kaufen, hilft Ihnen vielleicht, eine bessere Rendite zu machen. Natürlich in unserer Renditeberechnung nicht mit berücksichtigt. Wir haben eine Webseite, transparentshare.com. Hier finden Sie alle Informationen, finden auch hier das Konzept nochmal genau erläutert, wie es funktioniert, die Kennzahlen auch nochmal genau erläutert. Wir haben eine ganze Menge an Beiträgen, ne, die wir veröffentlichen. Hier gibt es auch Informationen zur Rendite. Also wir sind wirklich ganz transparent. Und wenn Sie jetzt zur Rendite von 2021 gehen, sehen Sie, wir haben letztes Jahr mit allen Kauf- und Verkaufsempfehlungen eine Rendite von 16,19% erwirtschaftet. Wenn man das vergleicht mit dem DAX, mit einem ETF, der die Dividende, weil diese Rendite ist ohne Dividendenausschüttung, waren wir sogar besser als der DAX. Also als ein ETF, der einen DAX abbildet, um zu vergleichen. Wir machen hier auf der Webseite wirklich alle Kauf- und Verkaufsempfehlungen sichtbar. Ja? Also wir sind ganz transparent und Sie sehen hier ganz gute Rendite, aber Sie sehen natürlich auch, dass es Aktien gibt, mit denen man mal 10, 15 oder 20% Verluste macht. Also ich würde lügen, ja, wenn wir das perfekte System hätten. Ja? Das perfekte System gibt es nicht. Jeder, der Ihnen das erzählt, lügt, sondern es ist ein Hilfsmittel, um bessere Entscheidungen zu treffen. Es geht im Endeffekt darum, dass Sie mehr Aktien haben, die Gewinn erwirtschaften, als Aktien, die Verluste erwirtschaften. Und was kostet TransparentShare? Also wir haben beim jährlichen Abo 4,99 im Monat, halbjährlich 6,99 und monatlich 8,99, wenn Sie monatlich kündigen möchten. Und wir sind natürlich ein ganz junges Startup. Wir sind super interessiert an Ihrem Feedback. Probieren Sie es aus. Sie können es 14 Tage kostenlos testen. Ich habe auch gleich noch ein Angebot für alle, die jetzt hier heute teilnehmen. Ich wollte Ihnen einfach mal ein paar TransparentShare zeigen. Vielleicht hilft es Ihnen bei Ihrer Entscheidung. Wir haben letztes Jahr waren unsere Top-Empfehlungen Greifenberger, Volkswagen, ING, Deutsche Vorwähr und Société Générale, die sehr gute Rendite erwirtschaftet haben. Wir haben auch selbst ein eigenes Wikifolio, in dem wir allerdings nur für deutsche Aktien Kauf- und Verkaufsempfehlungen abbilden. Kann man auch ins Wikifolio investieren, gibt es mit Easy-Nummern das kaufen kann. Und wie gesagt, die Rendite machen wir ganz transparent. Preise haben wir erzählt und jetzt noch ein ganz exklusives Angebot für alle, die heute zuhören. Wer sich noch registriert bei TransparentShare, kann es 14 Tage kostenlos testen. Also es ist keine Bauernfängerei, Sie gehen kein Abo ein, nach 14 Tagen läuft es automatisch aus, Sie müssen keine Kreditkarte angeben. Jeder, der sich aber registriert und uns eine E-Mail schickt mit dem Titel Webinar TransparentShare und Thomas Fitner, für den erweitern wir die Testphase, verlängern die auf 30 Tage.
anstatt 14. Und dann würden Sie natürlich, auch nach 30 Tagen läuft das automatisch aus. Wenn Sie sagen, ist nichts für mich, müssen Sie gar nichts tun, bekommen. Wenn Sie möchten, unsere Newsletter könnt ihr aber auch abbestellen. Und interessiert Sie an Ihre Meinung? Was gefällt Ihnen? Was können wir verbessern? Wie gesagt, wir sind noch ein junges Startup, wir sind momentan zu acht, wir machen das alle nebenbei, haben alle total Spaß daran, wir sind aber noch nicht groß bekannt. Das sind so unsere großen Herausforderungen. Wir haben momentan in unserer App 740 Aktien, also fast alle deutschen, einige vom S&P 500, vom Eurostoxx. Wir sind gerade im Gespräch mit unserem Datenanbieter, dem Morningstar. Von dem bekommen wir Daten von börsengeflüster.de, die müssen wir auch einkaufen, die Daten. Mit denen sind wir gerade in Verhandlungen, 1.000 bis 2.000 weitere Aktien aufzunehmen, auch noch aus anderen Märkten. Und wollen sie im nächsten Schritt auch noch auf jeden Fall erweitern, weil das war eines der Hauptfeedbacks unserer Kunden. Und also uns ist ganz wichtig, die App, die Lösung muss Ihnen als Benutzer helfen. Nur dann, wenn Sie erfolgreich sind, sind auch wir erfolgreich. Kurze Zusammenfassung. Was ist Value Investing? Also es ist ein Ansatz, den nicht ich mir ausgedacht habe, sondern den Benjamin Graham, Warren Buffett, viele, viele und Susan Lieberman erweitert haben über viele, viele Jahre. Der ist bewährt. Es nimmt die Emotion, ne, und macht es mit Daten und Fakten und probieren es einfach aus. Probieren Sie aus, schicken Sie uns Ihr Feedback. Wir freuen uns sehr über jedes auch negatives Feedback. Ja, nur daraus können wir lernen. Und freuen Sie sich auch, wenn Sie uns auf dem Apple oder Google Play Store eine positive Bewertung geben, weil eine unserer Herausforderungen ist Bekanntheit. Wenn Sie eine Idee haben, wir bekannter werden, freuen wir uns auch über jede Unterstützung. Und ich denke, damit bin ich am Ende von meinem Teil. Und Thomas, ich bin gespannt, was du jetzt mit den beiden Aktien machst, die ich gezeigt habe. Ja, danke, lieber Andreas. Also zunächst mal, bevor ich auf das eingehe, jetzt hast du den Ball ja so wunderbar zugespielt. Aus meiner Sicht jetzt so ein kurzes Feedback über diese App, die ich ja, muss ich gestehen, auch noch nicht so im Detail gekannt habe. Aber was mir sehr gefällt, ist die Einfachheit. Ja, denn das, was ich jetzt gleich zeigen werde, ist natürlich ein bisschen komplexer, ist halt für diejenigen geeignet, die sich dann mit dem Thema noch intensiver beschäftigen wollen. Und vor allem, du hast den Zugang aus dem Value Investing heraus. Und ich habe den Zugang von der technischen Seite. Letztlich aber eint ja beide Ansätze, und das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, machen wir so ein Webinar gemeinsam, dass wir uns beide auf Zahlen, Daten und Fakten verlassen, weil alles andere ist aus meiner Sicht Kaffeesudleserei. Und die Emotionen, da hast du schon recht, die nimmt das bis zu einem gewissen Grad raus, weil du musst es ja trotzdem aushalten, wenn die Märkte nach unten krachen, egal ob dein Ansatz jetzt auf Fakten basiert oder nicht. Das heißt, diese Schwankungen, mit denen müssen wir uns alle arrangieren, wenn wir an der Börse arbeiten. Das heißt, die Volatilität, die bleibt uns nicht erspart, auch wenn wir den faktenbasierten Ansatz wählen. Basierend auf den Fakten wissen wir halt, dass das mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit auch Sinn macht, was wir tun. Was man ansonsten nicht weiß, wenn man einfach so ins Blaue hinein entweder tradet oder eben investiert. Und das Schöne ist, dass du das Ganze eben, wie gesagt, auf Basis der Fundamentaldaten machst, und ich möchte jetzt zeigen, wie man diesen Ansatz vielleicht ergänzen kann oder eben einen anderen Zugang wählen kann. Und jetzt sind wir dann in meinem Kernthema eigentlich drinnen, und das Kernthema ist das Trading. Ja, wobei Trading ich eher dann einschränke und sage, das ist die quantitative Analyse von Aktien und von Aktienportfolios. Ich gebe euch jetzt kurz meinen Screen hier wieder frei und setze einfach jetzt nahtlos dort an, wo der Andreas aufgehört hat. Diese kurze Vita von mir, die ich jetzt hier nicht im Detail vorlesen will. Aber Fakt ist, dass ich jetzt eigentlich schon seit knappen 10 Jahren dann auch im Bereich des Asset Managements tätig war, seit 2012. Und dann letztlich 2019 das Unternehmen, das wir da aufgebaut hatten in den letzten Jahren und das ich als Geschäftsführer führen durfte, verkauft habe und mich jetzt wieder eher in den Education-Bereich zurückgegeben habe. Denn Trainer oder Coach, wenn man so will, das war ich eigentlich schon lange bevor ich mich mit der Börse beschäftigt habe, weil ich schon in der Versicherungsbranche, aus der ich komme, im Bereich der Ausbildung tätig war. Also das Trainieren, das Ausbilden von Menschen in einem bestimmten Fachgebiet, das liegt mir und das macht mir große Freude. Und dieses Wissen, das gebe ich jetzt eben hier im Bereich des Tradings weiter. Und das ist das mit die Agenda,
die ich heute für euch vorbereitet habe. Ich möchte zunächst mal über das Thema quantitative Analyse oder Backtesting sprechen. Was ist das eigentlich und warum ist es sinnvoll? Ein Backtest ist eine Rückrechnung, also im Prinzip eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn ich bestimmte Regeln angewandt hätte, ja, in den letzten 10, 15, 20, 50 Jahren, was auch immer. Diese Regeln, die können natürlich, so wie es der Andreas gezeigt hat, auf Fundamentaldaten beruhen oder sie können auch auf technischen Daten beruhen, sprich auf den historischen Aktienkursen. Und das ist das, was ich mache, weil ich vom Grundgedanken her eben einen anderen Zugang habe und nicht das Value Investing gewählt habe, sondern eben den technischen Teil, die Börsenkurse. Aus den Börsenkursen, aus denen wir versuchen, anhand statistischer Analysen Muster abzuleiten und Übertreibungen zu suchen. Diese Rück- und Modellrechnungen, egal wie man sie jetzt aufsetzt, das ist ja nichts Börsenspezifisches. Das kennen wir aus vielen anderen Branchen und im Prinzip jede statistische Analyse, die wir machen, auch Unternehmen, die natürlich, jedes große Unternehmen arbeitet mit statistischen Daten, um seine Produktionsprozesse zu optimieren, um Forecasts zu machen, um Planungen zu machen, um Finanzanlagen zu bewerten, was auch immer. All das ist im Prinzip sehr, sehr themenverwandt und auch die Versicherungstechnik, aus der ich komme, ist im Prinzip eine Branche, die von diesen Geschichten lebt. Eine Versicherung kann nur dann eine Prämie ermitteln, wenn sie Bestandsdaten hat, wenn sie weiß, wie viele Unfälle passieren, wie hoch ist meine Schadenquote, wie hoch ist meine Schadenhäufigkeit und so weiter. Und deswegen habe ich mir relativ leicht getan, dieses Thema Backtesting auch bei den Börsenkursen zu verstehen und erfolgreich anzuwenden. So ganz neu ist das natürlich nicht. Das wurde erstmals 1983 an den Börsendaten angewendet. 1983 ist jetzt doch schon wieder eine Weile her. Es sind jetzt 40 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf rechne, in etwa. Und seitdem blieb natürlich kein Stein mehr auf den anderen. Das hat natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit der heutigen Computer zu tun, denn damals war das unmöglich, aber heute können natürlich Computer irrsinnige Datenmengen verarbeiten. Und deswegen ist das Thema Backtesting jetzt auch für den privaten Anleger, Schrägstrich Trader, interessant geworden, weil ich werde dann gleich einige Tools zeigen und ihr werdet sehen, wie einfach man solche statistischen Analysen machen kann. Also mal zumindest die Grundlagen, wenn man dann in Richtung Systementwicklung geht, wird es natürlich schon ein bisschen komplizierter, aber alles der Reihe nach. Und wenn ich jetzt über ein Handelssystem spreche, dann klingt das zunächst mal ein bisschen abstrakt. Was ist denn ein Handelssystem? Was ist eine Aktienstrategie? Ja, schauen wir uns das mal an. Wenn wir eine Handelsstrategie, eine Anlagestrategie oder Tradingstrategie, ganz egal, wenn wir die mal grundsätzlich in zwei Gruppen teilen wollen, dann müssen wir uns insofern entscheiden, ob wir, und da sind wir jetzt beim linken Chart, ob wir Aktien kaufen, die in den letzten Tagen nach unten gegangen sind oder ob wir Aktien kaufen, die in den letzten Tagen gestiegen sind. Also kaufen wir die Loser oder kaufen wir die Gewinner der letzten Tage. Und das ist jetzt eine Grundsatzentscheidung und da können wir jetzt auch Handelsmodelle in zwei verschiedene Gruppen teilen. Also wenn ich jetzt auf der linken Seite Aktien habe, die nach unten gehen in den letzten Tagen und ich kaufe, ich gehe auf steigende Kurse, dann stelle ich mich ja gegen den Trend. Das heißt, ich bin dann Kontratrend-Händler, wenn man so will, oder ich handle, wie ich es ganz gerne sage, Reversionssysteme oder Umkehrsysteme, wir sagen auch dann Swing Trading dazu. Also da gibt es verschiedene Begriffe. Im Prinzip sind das alles Einstiege, die antizyklisch agieren, also sich gegen den Trend stellen. Ja. Und auf der rechten Seite haben wir die typischen Trendfolgemodelle. Trendfolge Breakout, der Kurs geht rauf. Ich positioniere mich mit diesem Momentum in Richtung des Trends und gehe davon aus, dass die Kurse weiter steigen. Und diese Unterscheidung, das ist das eine. Aber jetzt die Frage, worauf mein Zielmarkt oder eine bestimmte Aktie besser anspricht, ist das andere. Denn jeder Markt, jede Aktie hat eine Grundtendenz, auf die sie besser reagiert. Und diese Grundtendenz, die können wir nur dann herausfinden, wenn wir sie überprüfen. Ja, wir könnten jetzt lange darüber diskutieren. Ist euch jetzt lieber, wenn wir trendfolgend in den Markt gehen? Findet ihr es sympathischer, wenn wir Kontratrend reingehen? Aber ehrlich gesagt, was euch lieber ist oder was mir besser gefällt, ist absolut nicht relevant. Relevant ist, was besser funktioniert. Und wenn ich das dann weiß, was besser funktioniert,
naja, dann werde ich doch nicht das andere verwenden. Das ist ja logisch, ne? Ich nutze das, was nachweislich funktioniert. Und wie man das herausfindet, das schauen wir uns an. Und um es herauszufinden, muss ich natürlich auf Basis dieser Einstieglogik ein komplettes Handelssystem drumherum bauen. Denn wenn ich prüfen möchte, ob es besser ist, in die fallenden Kurse zu greifen oder in die steigenden Kurse, dann muss ich natürlich auch eine Ausstiegsregel definieren. Ich muss Punkt 1 einmal überhaupt das Finanzinstrument definieren. Worauf will ich denn das jetzt prüfen? Auf Aktien, auf Rohstoffe, auf ETFs, auf deutsche Aktien, amerikanische, auf Intel, auf Procter Gamble, auf Daimler, whatever, ja. Also ich muss es einfach mal definieren, Punkt 1. Punkt 2 ist dann eben dieses Rauf oder Runter. Kaufe ich eher die Loser oder kaufe ich eher die Gewinner der letzten Tage? Das ist jetzt eigentlich Ziel unseres ersten gemeinsamen Backtests. Dann brauche ich die Position Size, Punkt 3, also wie viele Stücke kaufe ich denn, wenn ein so ein Signal auftritt? Und schließlich muss ich ja auch irgendwann das Börsengeschäft wieder beenden, denn sonst kann ich ja keine Rendite bemessen. Ja, natürlich könnte ich es jetzt ewig laufen lassen, aber wir wollen ja nur die Wirkung, den Effekt, da sind wir wieder beim Thema Statistik, Statistik, Backtesting, quantitative Analyse. Ich möchte diesen Effekt prüfen, hinter welchem Effekt verbirgt sich denn eine gewisse Rendite? Und die kann ich natürlich nur dann messen, wenn ich auch den Profit realisiere. Punkt 4. Das heißt, ich brauche für alle vier Puzzleteile eine Lösung. Und diese Lösung, die werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen, indem wir so eine kleine Zielmarktanalyse machen, wie ich das immer nenne. Einen Live-Backtest zu dieser Frage, ob es besser ist, die Gewinner oder die Verlierer der letzten Tage zu kaufen. Und das kann ich natürlich jetzt wahrscheinlich auch mit einem Excel, aber der ist extrem schwierig. Da gibt es heute Backtesting-Programme, die so etwas können. Und ich verwende für meine Schulungen ganz gerne die Software von Wealthlab. Wealthlab ist jetzt hier ganz oben links. Wealthlab ist eine kommerzielle Software, die jeder kaufen kann, die im Internet zu erwerben ist und downzuladen ist und die man sich dann installiert. Kostet Geld, aber ist jeden Cent wert. Und mit dieser Software kann ich solche einfachen, also nicht nur einfache, auch sehr, sehr komplexe Analysen, aber auch diese einfachen Analysen, die wir jetzt mal vorhaben, machen. Jetzt erinnert euch an diese Folie mit den Puzzleteilen, Kauf, Verkauf, Portfolio, Positionsgröße, diese vier Teile. Für alle vier Puzzleteile brauchen wir jetzt hier eine Regel, um dieses Marktverhalten zu evaluieren. Wenn ich jetzt beginnen wir vielleicht hier bei den Settings. Wenn ich jetzt eine Aktie, ich habe das in der Zwischenzeit, während der Andreas gesprochen hat, mal kurz hier vorbereitet. Wenn ich jetzt eine Aktie wie Intel analysieren möchte, dann ist das quasi das erste Puzzleteil. Ich analysiere jetzt die Intel-Aktie und das Ticker-Symbol für Intel ist INTC an der Nasdaq. Und diese Aktie, der unterziehe ich jetzt einen sogenannten Backtest, eine statistische Analyse in den letzten 23 Jahren. Das sehen wir hier, ja, 23 Jahre ab gestern de facto zurück. Und die Positionsgröße hier definiert mit 100% of Equity. Das heißt nichts anderes, als wie ich investiere immer nur, wenn ich so ein Signal bekomme. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, welches Signal. Ich investiere immer mein gesamtes zur Verfügung stehendes Trading-Kapital. Das sind hier fiktive 100.000 US-Dollar, weil wir hier in Dollar jetzt quasi rechnen, investiere ich in diese eine Aktie. Und jetzt haben wir quasi die Themen Finanzinstrument und Position Sizing, diese beiden Puzzleteile, die haben wir damit abgehakt. Da wissen wir jetzt die Antwort 100% beziehungsweise Intel jetzt als ersten Fall und hier dann unsere Regeln für den Kauf der Aktie und hier für den Verkauf der Aktie. Schauen wir uns mal den Verkauf an, weil das ist einfacher zu verstehen. Sell after 5 Bars. Jetzt ist mir schon klar, dass gerade diejenigen von euch, die auch für das Value Investing sich interessieren, natürlich keine Haltedauer von 5 Tagen haben wollen, sondern länger drinnen bleiben. Aber um statistisch einen Effekt zu messen, muss ich die Haltedauer eher kurz fassen, denn irgendwann natürlich ist das Einstiegssignal von seiner Wirkung her verpufft. Diese Effekte, die wir hier suchen, diese Übertreibungen beispielsweise in eine bestimmte Richtung, die halten ja nicht ewig an. Wir haben es ja mit Märkten zu tun, die eine gewisse Effizienz besitzen. Das heißt, wenn eine Aktie einen statistischen Effekt auslöst, ist gleich ein Marktverhalten zeigt, dass ich zu meinem Vorteil nützen kann, dann wird sich dieses Marktverhalten über kurz oder lang neutralisieren, weil einfach diese Übertreibung auch von anderen bemerkt wird und damit bewegt sich die Aktie dann wieder in ihre normalen Bahnen. Ja. Und um jetzt dieses
Timing zu messen, erinnert euch, kaufen wir die Loser der letzten Tage oder kaufen wir die Winner der letzten Tage? Ja? Nehmen wir jetzt einfach mal eine simple Timing-Regel, eine ganz eine simple Einstiegsregel her. Und diese lautet, ihr seht es jetzt hier, consecutive up greater than or equal to 1. Was heißt das? Nichts anderes als wie, der Kurs ist gestern gestiegen. Ja, consecutive up, könnte man jetzt auch 3 oder 4 hier als Value eintragen, dann wäre der Kurs 3 oder 4 Tage lang in Folge gestiegen. Aber machen wir es ganz simpel. Wir kaufen Intel, wenn der Kurs am Tag davor gestiegen ist. Damit simulieren wir einen Einstieg in Trendrichtung. Ganz einfach mal. Ja. Einen Tag rauf, am nächsten Tag kaufe ich. Also wenn dieses Marktverhalten einen Tag rauf erfüllt ist, am nächsten Tag zur Börsenöffnung kaufe ich die Aktie und nach 5 Tagen verkaufe ich sie wieder. Ja. Schauen wir mal, ob das irgendwie Sinn macht. Ich habe jetzt hier auf Backtest gedrückt. Ihr seht unten das Zahnrad, also es läuft was, es tut sich was und wir werden jetzt hier in wenigen Sekunden erstes Testergebnis bekommen. So, das Testergebnis sehen wir hier. Wir sehen natürlich hier eine ganze Latte an Kennzahlen mit verschiedenen Grafiken. Kann man sich alles anschauen, aber wir haben jetzt hier nur eine halbe Stunde. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf eine einzige Kennzahl. Wahrscheinlich die wichtigste jährliche Performance in Prozent. Analyzed Percentage Return auf Englisch. Ja, und da sehen wir, dass wir mit dieser Vorgehensweise einen Verlust von 6,18% pro Jahr einfahren. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht das, was wir haben wollten. Und auf dem ersten Blick scheint es so, als ob es nicht besonders sinnvoll ist, diese Strategie oder diese Stoßrichtung ja, anzuwenden. Denn wenn wir jetzt mal prüfen, ob es besser ist, die Gewinner oder die Verlierer der letzten Tage zu kaufen und das jetzt mal mit Consecutive Up für die Gewinner machen, dann ist das natürlich eine sehr simple, fast schon banale Einstiegsregel, ja, wahrscheinlich zu simpel, damit sie wirklich funktionieren kann. Aber es geht uns jetzt noch nicht darum, ein komplettes Handelssystem zu entwickeln. Es geht uns jetzt nur darum, das Verhalten der Intel-Aktie herauszufinden. Tendiert die mehr in Richtung Kontratrend oder, so wie wir das jetzt hier dargestellt haben, in Richtung Trendfolge? Also jetzt wissen wir mal, der erste Versuch in Richtung Trendfolge schaut jetzt nicht so besonders gut aus. Ja, wir haben hier minus 6,18 und die Benchmark, die ihr hier seht, die wurde hier eingetragen bei den Settings. Das ist die Aktie von Intel selbst. Also wenn ich jetzt die Intel-Aktie in den letzten 23 Jahren einfach gekauft und gehalten hätte vor 23 Jahren, dann hätte ich hier pro Jahr eine Rendite von 1,95% erwirtschaftet. Das ist jetzt auch nicht besonders toll, aber immerhin, es ist positiv. Aber jetzt versuchen wir, ob wir mit einer umgedrehten Logik besser performen als minus 6,18%. Und umgedrehte Logik heißt, ich kaufe jetzt nicht, wenn der Kurs einen Tag gestiegen ist, ich kaufe, wenn der Kurs einen Tag gefallen ist, consecutive down. Und alles andere lassen wir unverändert. Ja, also wir tun jetzt nichts mit der Position Size, wir tun nichts mit dem Exit, also mit dem Ausstieg, wir bleiben mit den gleichen Regeln, wir drehen nur die grundsätzliche Logik um. Und wenn wir jetzt den Backtest machen, das tue ich jetzt, werden wir gleich sehen, ob sich diese 6,18% verändern, beziehungsweise in welche Richtung es geht. Wird es jetzt noch schlechter oder wird es besser? Aha, und siehe da, plötzlich funktioniert es ja gar nicht mal schlecht. 6,64% Gewinn pro Jahr. Vorhin hatten wir 6, irgendwas Prozent Verlust pro Jahr. Also das scheint mal bei dieser Aktie von Intel eindeutig in die Richtung zu gehen. Diese Aktie sollte man eher Kontratrend unter Anführungszeichen anpacken. Also eher darauf warten, dass der Kurs nach unten geht. Natürlich muss man jetzt, um das wirklich herauszufinden, noch flankierende Tests machen, mit anderen Indikatoren, mit anderen Möglichkeiten zu schauen, ist es besser, Intel zu kaufen, wenn der Kurs gerade runtergeht, oder ist es besser zu kaufen, wenn der Kurs gerade raufgeht. Ja? Da gibt es ja natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das bestimmen kann. Es muss jetzt nicht nur ein Tag rauf oder runter sein, es können auch 2 oder 3 Tage rauf oder runter sein. Das kann und soll man alles tun. Wir schenken uns das jetzt, weil es ansonsten
zu lange dauern würde. Aber wir können das Gleiche ja mit der anderen Aktie machen, die uns der Andreas jetzt hier quasi schon vorhin vorgestellt hat, nämlich Procter & Gamble. Schauen wir mal, wenn wir Procter & Gamble jetzt hier eintragen bei den Settings. Ich glaube, hier das Ticker-Symbol ist PG, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hoffe, das stimmt. Procter & Gamble anstelle von Intel. Und wir beginnen wieder mit Consecutive Up. Also wir kaufen wieder dann, wenn Procter & Gamble am Tag davor gestiegen ist. Ja, schauen wir mal. Also wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel von Intel rüber zu Procter & Gamble und schauen, ob wir da eine ähnliche Tendenz erkennen oder ob die Welt hier ganz anders ausschaut. So, Consecutive Up, sprich wir kaufen, wenn die Aktie von Procter & Gamble am Tag davor gestiegen ist. Nicht ganz so schlecht wie vorhin bei Intel, aber negativ. Ja. Und wir sehen, dass wir mit dieser Aktie pro Jahr Buy and Hold 5,58% verdient hätten. Mit unserem ersten zaghaften Trading-Ansatz oder mit unserem ersten Ansatz der quantitativen Analyse, ja, ihr seht selbst, 0,12% Verlust pro Jahr. Also auch das scheint nicht wirklich sinnvoll zu sein, aber vielleicht wird das jetzt noch schlechter, wenn wir auf Consecutive Down gehen. Das wissen wir halt vorher nicht, das müssen wir testen. Ja. So, schauen wir mal. Jetzt habe ich auf Consecutive Down geswitcht. Jetzt kaufen wir wieder dann, wenn der Kurs am Tag davor gefallen ist. Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ob wir diese Tendenz von vorhin bestätigt sehen. Naja, gut, ich meine, wird ja noch interessanter. Na, jetzt sind wir schon auf 8,2% Rendite angelangt und damit können wir auch Buy and Hold sofort schlagen. Ja. Und das ist jetzt insofern interessant, weil ich meine, schaut euch mal das Regelwerk an. Ja. Wir kaufen, wenn der Kurs einen Tag fällt. Das ist unsere Einstiegsregel. Also wir warten einfach, bis es einen Tag runtergeht, dann kaufen wir und nach 5 Tagen gehen wir wieder raus. Und damit, man soll es nicht glauben, würde man 8,2% pro Jahr verdienen. Ja. Jetzt muss ich eine Einschränkung hier machen. Ich habe hier bewusst keine Broker-Commissions angesetzt. Keine Brokergebühren, keine Orderspesen angesetzt. Warum nicht? Weil es mir ja hier noch nicht um ein wirklich funktionierendes Trading-System geht, habe ich eh schon einmal gesagt. Mir geht es hier darum, dass ich zeige, in welche Richtung eine Aktie tendiert und in welche Richtung man eine Aktie besser handeln sollte, wo diese Effekte verborgen liegen, diese statistischen Effekte. Und da natürlich ist alles, was diese Effekte beeinflusst, auf die Seite zu räumen. Und da gehören halt auch die Brokergebühren dazu, weil es gibt Dutzende Broker am Markt und jeder hat seine eigene Commissions hier. Und die kann man und muss man natürlich später bei einem Handelssystem auch berücksichtigen im Laufe dieses Backtesting-Prozesses, aber nicht, wenn ich die Grundtendenz einer Aktie oder eines Marktes damit bestimmen möchte. Also auch hier eindeutige Tendenz in Richtung Kontratrend. Das heißt, es scheint tatsächlich so zu sein, und das kann ich jetzt mal hier die Katze aus dem Sack lassen, es ist tatsächlich so, Aktien oder Aktienportfolios reagieren besser auf Kontratrendansätze. Aber ich habe die Philosophie bei meinen Ausbildungen, dass ich meine Klienten alles testen lasse, alles selber testen lasse, natürlich mit meiner Ausbildung, also mit meiner Guidance dazu, mit meiner Führung dazu. Denn ich möchte nicht einer von denen sein, die irgendwo ihre Weisheiten verbreiten und diese Weisheiten nicht mit Fakten untermauern. Und bei mir ist es Gewohnheit, dass alles, was ich sage oder tue, immer versuche, mit Datenmaterial zu untermauern. Und das kann man natürlich auch hier in dieser Software sehr schön. Und wir haben uns jetzt erstmals mit diesem Thema Trendfolge versus Kontratrend unterhalten. Und da sehen wir dieses Marktverhalten sehr eindeutig in Richtung dieser Kontratrend-Geschichten. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich möchte noch ein paar andere Dinge zeigen, wie einfach man mit solchen Backtests arbeiten kann, um hier zum Beispiel gewisse Optimierungen auch eines Value-Investing-Ansatzes damit zu erzielen. Nehmen wir das nächste Beispiel, was wir sehr, sehr einfach bearbeiten können, die Behaltedauer. Ja, wir haben jetzt hier einfach mal 5 Tage angenommen. Ein Zeitausstieg, wie wir das nennen im Trading, nach 5 Tagen. Jetzt, okay, über das kann man jetzt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Man kann natürlich hier andere Werte eintragen, aber warum lassen wir nicht die Backtesting-Software für uns arbeiten? Wir haben hier die Möglichkeit, in einer solchen Software mit Make Optimizable hier diese Werte zu überprüfen. Wir können jetzt der Backtesting-Software den Auftrag geben, dass er die ideale Behaltedauer ermittelt, und zwar
um es jetzt nicht zu lange zu machen, diese Optimierung, zwischen 1 und 25 Tagen und das Ganze in 1er Schritten. Und wenn ich das jetzt hier mache, auf OK klicke und dann auf den Optimizer hier gehe und die Optimierung anstarte, dann werden wir in wenigen Sekunden wissen, wie die ideale Behaltedauer bei diesem Setup aussieht. Natürlich ist es jetzt nicht die ideale Behaltedauer für jeden Timing-Ansatz. Nur bei dem, was wir tun, kommt dann jetzt eben eine optimale Behaltedauer in Tagen heraus. Das wird jetzt einige Sekunden laufen. Ich weiß nicht, wie lange es braucht. Es sollte nicht allzu lang dauern. Und dann wissen wir, basierend auf Fakten, was ist denn durchschnittlich gesehen die ideale Behaltedauer bei der Aktie von Procter & Gamble. Das kann natürlich bei Intel jetzt wieder ganz anders ausschauen. Ja, deswegen macht man es im Prinzip auch nicht ganz so, wie ich es jetzt hier zeige. Aber schauen wir uns das mal an, was jetzt theoretisch isoliert betrachtet da rauskommt. Und das wusste ich jetzt wirklich nicht, Zufall, wenn wir jetzt dieses Optimierungsergebnis absteigend nach Performance APR, die Zahl kennen wir schon, die Kennzahl, sortieren, dann ist tatsächlich 5 Tage die beste Behaltedauer, weil wir damit die höchste Performance erzielen. 8,22% ist hier der Top-Wert. Wenn ich zum Beispiel ans andere Ende schaue, wenn ich einen Tag drinnen bleibe, mache ich nur 1,57. Jetzt kann man sagen, naja, ein Tag ist eh klar. Aber so klar ist das nicht, denn es gibt eben auch lange Behaltedauern, wie zum Beispiel 22 Tage oder 20 Tage oder hier die 25 Tage, wo ich nicht besser performe, als wenn ich nur 5 Tage drin bleibe. Also die Behaltedauer hat jetzt nichts damit zu tun, nach dem Motto, je länger, desto besser. Auch hier gibt es gewisse Effekte, beziehungsweise, wo ich vorhin gesagt habe, diese Effekte, die ich nütze, die verpuffen halt nach einigen Tagen. Also wenn ich jetzt einen statistischen Effekt gefunden habe, dass ich besser kaufe, wenn der Kurs nach unten geht, dann nivelliert sich das hier wieder irgendwann einmal. Ja? Deswegen nennt man solche Ansätze bei den Kontratrendgeschichten auch Mean Reversal, Rückkehr zum Mittelwert, weil sich das einfach irgendwann neutralisiert. Also gut, wir wissen jetzt, die ideale Behaltedauer liegt tatsächlich bei 5 Tagen. Das heißt aber hier brauche ich dann nicht weiter optimieren, denn besser wird es nicht mehr, was die Anzahl der Tage betrifft. Und was ich jetzt noch zum Abschluss zeigen möchte, weil es auch wirklich einfach aufgelegt ist, das ist das Thema Stop Loss. Denn das ist ja auch etwas, wo ich es oft nicht verstehe. Ich kann es echt nicht verstehen, warum viele Trader oder auch viele Anleger zum Beispiel Stops verwenden. Das ist ja unter Umständen gar keine schlechte Idee, ja. Aber man muss es halt quantifizieren. Man muss es eben prüfen, ob es wirklich sinnvoll ist, mit Stops zu arbeiten. Ja. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt hier, ich nehme jetzt mal die alte Optimierung hier raus mit den Tagen. Jetzt werden wir einfach einen Stop-Loss optimieren. Mache ich genauso. Ja. Von 1 bis 50 nicht, dann dauert es zu lang. Machen wir es mal von 1 bis 20% Stopp, wieder in 1er Schritten. Also jetzt optimiert Wealthlab 1%, 2, 3, 4, 5, bis wir bei 20 sind. Okay. Ich gehe hier wieder auf den Optimizer. Da haben wir noch die alten Daten von vorhin. Ich gehe jetzt hier auf den Stop-Loss. Ich optimiere den Stop-Loss jetzt. Und da weiß ich jetzt in wenigen Sekunden, was ist die beste Lösung. Und dann kann ich auf Fakten aufbauen. Die beste Lösung ist klar, wir sind im Bereich der Statistik. Die beste Lösung ist nicht in jedem Einzelfall die beste Lösung, aber unter dem Strich, genauso wie die Behaltedauer, kommt halt dann ein bestimmter Wert raus. Ich kann natürlich bei solchen statistischen Analysen niemals in jedem Einzelfall richtig liegen. Und das ist ja auch nicht die Aufgabe einer Statistik, eines Backtests. Die Aufgabe ist es, Regeln zu finden, die unter dem Strich den höchstmöglichen Erwartungswert generieren. Und jetzt schauen wir uns an, welchen Stopp ich dazu verwenden kann. Kann ich mit dem Stopp überhaupt meine Performance verbessern? Ja, das wissen wir ja noch nicht. Okay, ein Stop-Loss von 10% bringt eine Rendite von 8,95%. Das ist der beste Wert, den ich rauskriege, egal mit welcher Stoppsetzung ich arbeite. Hier 1% Stopp bringt die schlechtesten Ergebnisse, 10% bringt die besten Ergebnisse. Schauen wir jetzt aber nochmals, also 8,95, merkt man uns das jetzt kurz, schauen wir auf diese Ergebnisse, 8,22. Naja, wirklich, wirklich viel besser wird es nicht, ne? 8,22 versus der beste Wert hier, 8,95. Da sind wir jetzt wieder beim Thema, was schon ein bisschen mehr in das Thema
Backtesting, Handelssystementwicklung hineingeht, dass man sich jetzt die Frage stellen muss, ist das statistisch relevant? Ist das wirklich so, dass es einfach genug ist? Ja, also genug meine ich, dass sich die Performance genug verändert, um zu rechtfertigen, einen weiteren Parameter zu einer Strategie hinzuzufügen. Denn natürlich, aus je mehr Regeln eine Strategie besteht, desto fragiler ist sie. Wenn ich mich jetzt bei einem Trading-System entscheiden müsste zwischen einer Strategie, die mit vier Einstiegsregeln arbeitet und eine Performance von, sagen wir mal, 15% pro Jahr macht und einer mit drei und die macht die gleiche Performance, dann würde ich immer die verwenden, die weniger Regeln in sich hat. Weil umso weniger da drin steckt, das ist wie beim Auto und der Technik, je weniger drin ist, desto weniger kann kaputt gehen. Ne? Und umso stabiler ist ein Handelsansatz. Ja? In dem Fall, wenn ich jetzt einen Stopp dazugebe und die Performance wird um ein halbes Prozent pro Jahr besser, würde ich sagen, das rechtfertigt aus meiner Sicht nicht das Hinzufügen eines weiteren Parameters. Und ich würde in dem Fall tatsächlich zumindest auf den klassischen Stop-Loss in dieser Konstellation verzichten. Aber das geht ja schon ein bisschen in Richtung Systementwicklung. Und bevor ich dann zum Ende komme, möchte ich mal kurz zeigen, wo man da hinkommen kann. Ja, ich habe jetzt hier mal eine Trading-Strategie vorbereitet, ein Portfolio-Trading-System. Das heißt, dieses Trading-System arbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, mit ungefähr 300 Aktien und das ist schon ein bisschen komplexer. Und diese Strategie ist natürlich schon eine ziemlich ausgereifte Strategie. Das heißt, es ist eine Strategie, die ich vor einigen Jahren schon entwickelt habe, die ich seit mehreren Jahren erfolgreich trade und mit der ich halt durch viele Hochs, aber auch durch einige Tiefs auch durchgegangen bin. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, in welche Bereiche man da vordringen kann, wenn man seine Hausaufgaben macht, wenn man das Thema Backtesting wirklich von der Pike auf vernünftig lernt. Ich hoffe, ich kann es jetzt zeigen. Hin und wieder ist dann die Software ein bisschen überlastet. Das liegt sicherlich auch daran, weil aufgrund dieses Zoom-Webinars hier der Arbeitsspeicher natürlich ein bisschen schon beansprucht ist und dieser Backtest dann ein bisschen länger dauern als gewohnt. Aber es dürfte sich was tun. Ja, ihr seht hier, ganz unten steht 261 Symbols. Das heißt, diese Trading-Strategie arbeitet nicht mit 300. Ich dachte, es sind 300. Die arbeitet mit einem Portfolio mit 261 Aktien. Der Backtest ist jetzt schon im Jahr 2021 angelangt und wir werden auch gleich hier Testergebnisse bekommen. Und ja, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann sind wir natürlich schon in einem Bereich, wo ich sage, jetzt wird es dann wirklich interessant, so etwas zu traden. Und wenn man jetzt die Entwicklung, also eine Performance von knappen 37% pro Jahr, ungehebelt. Also auch hier wieder fehlen die Commissions. Wenn ich jetzt dir die Brokergebühren noch eingeben würde, ich will es jetzt nicht noch einmal machen, weil sonst dauert der Backtest wieder. Na, wir können ja schauen, wie lange es dauert. Aber wenn ich hier bei den Preferences hier beim Backtesting die Commissions einstelle, so wie ich das bei meinem Broker bezahlen muss, die Orderspesen und den Backtest nochmals laufen lasse, ich werde es jetzt hier mal tun, dann wird die Performance natürlich ein bisschen zurückgehen, aber ihr werdet sehen, dass genug übrig bleibt. Ja? Dass es jetzt nicht so ist, dass die Performance, also die Commissions und die Gebühren jetzt quasi die Performance killen oder die Performance zunichte machen. So ist es nicht. Aber wir müssen schon mit einigen Prozentpunkten hier Rückgang rechnen bei den jährlichen Renditen. Aber man sieht hier einfach sehr, sehr schön, was möglich ist. Und dass dieses Market Timing, was ja von vielen oft belächelt wird, ja, im Prinzip ist jetzt hier, also es hat sich jetzt kaum wirklich verschlechtert, ja. Dieses Market Timing, dass das natürlich schon Sinn macht, aber immer nur, wenn man den statistischen Grundgedanken hegt, dass ich einfach niemals in jedem einzelnen Trade, bei jedem einzelnen Börsengeschäft Recht haben kann. Das hat ja auch der Andreas vorhin sehr, sehr schön gesagt. Auch bei seinem fundamentalen Zugang mit der Transparent Share ist es ja so, es zählt unter dem Strich die Rendite. Ja, man kann niemals mit jeder Empfehlung richtig liegen und um das geht es ja nicht. Es geht einfach darum, Dinge zu finden, die einen hohen statistischen Erwartungswert haben. Und letztlich geht es ja an der Börse, egal ob man es jetzt technisch oder fundamental betrachtet, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die kann man natürlich mit einem quantitativen Ansatz, und das ist ja im Prinzip auch genau das, was Transparent Share hier macht, dementsprechend ermitteln. Ja, ich bin damit am Ende. Es ist auch kurz vor 19 Uhr. Also im Prinzip war es mal aus meiner Sicht eine Punktlandung.
Ich hoffe, der Andreas ist auch noch da. Ja, da ist er ja schon. Ja. Ich habe jetzt hier mal unsere Kontaktdaten eingeblendet, lieber Andreas. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig hier abgeschrieben von eurer Webseite, falls es Fragen noch dazu gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Zwischenzeit, ich schaue mal rein. Es gibt eine Frage im Ja, Chat. okay. Und zwar der Herr Sauer Okay. fragt, funktionieren die Empfehlungen auch in Extremzeiten wie jetzt, eventuell Kriegszeiten? Was meinen Sie? Die Klammer schwierig zu beantworten. Also Herr Sauer, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Also kein System kann so Situationen, wie wir jetzt haben, abfangen. Ein anderes Beispiel war Wirecard. Da kann man noch so viel Daten und Systeme haben und das ist auch Muss der ich. Krieg jetzt haben keine Chance mehr. Man kann allerdings Folgendes, also jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, sind ja doch einige Aktien auch gefallen. Ja? Und ich sehe es jetzt bei Transparent Share, wir haben je nachdem, ob er dieses Abstandskriterium ein- oder ausschaltet, über 30 bis zu 60 Empfehlungen. Das heißt, man kann das jetzt natürlich auch nutzen, um vielleicht Aktien zu finden, die jetzt ein bisschen gefallen sind. Ja, und dann aber auch, und auch immer noch gut bewertet sind. Also wirklich von ihren Fundamentaldaten sehr gut bewertet sind und jetzt vielleicht auch den richtigen Einstieg zu finden. Wir hatten Fälle gehabt, ich meine, das Ganze. Letzten anderthalb Jahre gab es nur einen Weg nach oben. Ja, und da hatten wir einmal einen Tag gehabt, wo keine einzige Aktie bei Transparent Share empfohlen wurde, weil die einfach alle auf dem Höchstkurs waren. Da müssen wir manchmal auch einfach ein bisschen abwarten, wann wieder der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen. Und wir hoffen alle, dass wir da mit blauem Auge davonkommen, was jetzt gerade so passiert. Das ist wirklich, also ich finde keine Worte dafür, aber hoffe natürlich nicht, dass es noch irgendwie größere Ausmaße annimmt. Aber ich weiß, ich konnte Ihre Frage nicht perfekt beantworten, aber leider gibt es kein System, das in solchen Situationen ja. Also wenn ich da Gilt. einhaken darf zu dem, was der Andreas jetzt hier beantwortet hat, ich sehe das genauso. Es ist quantitativ nicht möglich, solche Extremsituationen zu erfassen. Warum? Weil man da zu wenig Daten hat. Ja, zum Glück passiert sowas ja nicht häufig. Ja, also ich kann alles nur auswerten, was häufig passiert. Ich brauche ja nicht nur, also ich brauche ja Quantität, deswegen heißt es auch quantitative Analyse. Ich muss ja viele tausend Datensätze bewerten. Ich brauche auch bei einem Trading-System eine gewisse Häufigkeit, nicht nur die Qualität, ich brauche auch die Quantität beim Trading, um Performance zu machen. Und ich kann jetzt nicht basierend wenn wir jetzt bis ins Jahr 2000 zum Beispiel zurückblicken, da hatten wir dreimal einen Börsencrash, ne? So 2.1 herum. Plus minus die Jahre 2008 Finanzkrise und 2009 und jetzt Corona 2020. Also das waren drei so größere Ereignisse, wo wir sagen können, das war jetzt, oder das verdient jetzt den Namen Börsencrash. Was wir jetzt gerade sehen, diese Ukraine-Geschichte, das ist natürlich menschlich furchtbar tragisch und wie der Andreas sagt, ich hoffe, da passiert nicht noch mehr. Aber aus Sicht der Börse ist das kein Crash, was wir jetzt haben. Das ist ja nicht einmal noch eine Korrektur, vernünftige. Also ein bisschen jetzt, Volatilität ist gestiegen, klar, aber wir sind noch weit von einem Börsencrash entfernt. Aber selbst wenn es einer werden sollte, auch das, es ist, dass die Datenlage ist zu dünn. Man kann weder technisch noch fundamental sich auf solche Dinge vorbereiten. Das ist halt immer dann das Damoklesschwert, was über uns schwebt. Aber ich sag mal, auf Null wird der DAX ja nicht aufsetzen. Hoffe ich halt zumindest, ne? Also von daher war es historisch halt so, dass man dann eher aus fundamentaler Sicht sagt, wenn es kracht, muss man kaufen. Ja? Das sind halt auch die Ratschläge dieser sogenannten Börsengurus. Ja? Also kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt. Das kennen wir ja alles, diese Sprüche. Ne? Na, ist ja tatsächlich so. Weil was soll ich jetzt machen? Wenn es minus 40 ist, soll ich jetzt noch verkaufen? Ist ja sinnlos. Ne? Das ist beim Trading-System übrigens genauso. Die besten Renditen eines Trading-Systems hast du immer dann, wenn die Volatilität hoch ist, zumindest bei dieser Art von Trading-Systemen, die ich hier ganz gerne entwickle. Das heißt, die brauchen die Volatilität. Natürlich, die krachen auch runter, wenn der Gesamtmarkt runtergeht, aber in der Erholungsphase sind sie dann extrem stark. Also, und das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Faktenbasiert ja, sowohl beim Andreas als auch bei mir, aber mental natürlich aushalten muss man die Schwankungen trotzdem. Es geht ein bisschen leichter, wenn ich diese Fakten dazu habe.
Ja, und deswegen von mir auch die uneingeschränkte Empfehlung für Transparent Share, weil es einfach so bestechend einfach ist. Ja, das, was ich gemacht habe, da muss man halt schon ein bisschen mehr Zeit und Mühe hinein investieren. Ist natürlich auch extrem spannend, ja, das Thema. Und das machen auch viele sehr, sehr gerne. Aber mir ist klar, dass das jetzt nicht für jedermann geeignet ist, diese Art von Backtests so zu machen. Ja, ja lieber Ich fand Andreas. es auch super spannend, diese Kombination. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eigentlich mit beiden Tools, die wir haben hier, helfen wollen, Genau. den Menschen bessere Entscheidungen zu treffen, basierend auf Genau. Daten und Fakten und auch die Emotionen ein bisschen mehr aus dem Spiel lassen. Genau. Um Ähm, und, das äh, geht's, ja. ja, und unser Ziel ist einfach auch diese Einfachheit, dass es wirklich auch jeder versteht, weil es ein Börsenjargon, das von Börsenprofis für Börsenprofis gemacht wurde. Und wir haben einfach versucht, durch die Einfachheit der Bedienung das so zu machen, dass es wirklich auch jeder verstehen kann. Und auf jeden Fall sehr interessant auch. Und ich sehr gut, Thomas. Ich glaube, Dankeschön bin selbst für inspiriert. das Noch neue Feedback. Ideen bekommen gerade. Okay, danke für das Feedback, lieber Andreas. Ja, also meine Lieben, danke auch fürs Zusehen. Ich habe jetzt auch mich bemüht, also wir haben uns beide bemüht, das Webinar so werbefrei wie möglich zu halten. Andreas ist es nicht ganz gelungen, aber zu 99%. Mir ist es zu 100% gelungen. Das heißt aber, ihr bekommt von mir, schaut jetzt gerade auf die Uhr, bei uns ist das E-Mail-Programm so eingestellt, dass ich glaube um 19:30 Uhr, dass automatisch eine E-Mail rausgeht von uns, also von meinem Teil jetzt, thomasfittner.com, nicht vom Andreas von Transparent Share. Der kümmert sich dann separat darum. Das hat er gesagt, wie er zu dieser erweiterten Testphase kommt. Was wir tun ist um 19:30 Uhr ist, wir schicken euch automatisch diesen Gutscheincode schon zu. Wir verweisen jetzt schon auf den Link, wo ihr ab morgen, also nicht ab heute, wenn ihr jetzt hinschaut, ist da noch nichts, aber wo ihr ab morgen die Aufzeichnung, das Recording dieser heutigen Veranstaltung findet. Das muss halt erst jetzt von meinem Backoffice dementsprechend bearbeitet werden. Ja, das war auch schon für mich das Schlusswort. Hast du noch ein etwas uns mitzuteilen, lieber Andreas? Ja, ich wollte mich einfach bedanken für die Teilnahme, dass doch einige Leute dabei geblieben sind bis zum Schluss. Ja, Und ebenso. schicken Sie auch gerne Feedback zum Vortrag. Bin Gerne. sehr gespannt. Gerne. Würde mich auch freuen, wenn ich von euch Feedback bekomme. Ansonsten bedanke ich mich nochmals recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Abend und ja, Servus, bis bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.